Wenn ich an 2016 denke, jetzt 2 Jahre später, sind da schon noch viele Bilder im Kopf von der Europameisterschaft. Dann war das natürlich eine ziemlich junge, neue Mannschaft, mit der wir ins Turnier gegangen sind. Und man hatte dann als Kapitän natürlich schon die Verantwortung irgendwie gespürt, da für die Mannschaft auch da zu sein, der Mannschaft auf dem Feld zu helfen. Und sehr traurig für mich war, dass ich mich dann in der Hauptrunde vor dem Halbfinale verletzt habe und natürlich der Mannschaft dann auf dem Spielfeld nicht mehr helfen konnte. Es war natürlich nicht so leicht, aber es war trotzdem schön zu sehen, da sein Teil dazu beigetragen hat, dass sich diese Mannschaft so entwickelt hat, um dann den Titel am Ende zu gewinnen. Es ist so, dass ich jetzt nicht für einen Rückraumspieler der Shooter aus dem Rückraum bin, der über die 2 Meter Abwehrriesen drüber schießt, aber ich denke, ich habe eine gute Zweikampfstärke, ein gutes 1 gegen 1, einen Schlagwurf, also eine Spielintelligenz mit Mitspielern, Kreisläufern zusammen, die mir helfen, vielleicht das auszugleichen, dass ich jetzt nicht der Spieler bin, der die Tormaschine aus dem Rückraum ist. Das haben wir vor 2 Jahren gesehen, da wären wir mit einem Tor weniger in der Vorrunde schon ausgeschieden und haben es am Ende geschafft, den Titel zu holen. Deswegen gibt es da ganz viele, eine große Bandbreite an Endplatzierungsmöglichkeiten. aber natürlich ist es so, wir kommen da in die Vorrunde. Das werden viele Auswärtsspiele gegen Mannschaften vom Balkan, die wir da haben. Das wird sehr emotional werden und auch viel Feuer in den Spielen sein. Und da müssen wir auf jeden Fall Gas geben, dass wir Punkte mit in die Hauptrunde nehmen. Ich bin einfach unglaublich gern in den Bergen und beim Skifahren. Also mein Papa hat mich mitgenommen, da war ich 4, 5 Jahre alt und seitdem bin ich einfach jedes Jahr in den Bergen gewesen. Natürlich ist es so, dass mit dem Handball die Zeit leider immer weniger wurde und es war jetzt auch nicht förderlich, dass man an der Ostsee wohnt, da ist der Weg noch ein bisschen weiter. Aber ja, ich liebe es natürlich, wenn du die Bedingungen hast, dass du viel Neuschnee hast, die Sonne scheint, aber ich glaube, das mag jeder. Also am liebsten fahre ich dann schon im Gelände und im Tiefschnee. Da dann vielleicht auch ein bisschen abseits von der Piste zu sein, wo du auch noch die Ruhe hast und dann auch wirklich diese Ruhe und diese Berge, den Schnee so genießen kannst, ist schon eine sehr besondere Atmosphäre. Eine neue Spur reinzufahren, einen Weg zu nehmen, den vielleicht noch keiner genommen hat. Und da seine eigene Spur oder seinen eigenen Weg zu finden, das ist das, was mir am meisten Spaß macht.